Ja, hallöchen! Podcast von Ennewild am Start. Absolut hammer, hammer geile Geschichte. Enne, warum startest du jetzt mit einem Podcast? Also zum einen, weil mir jetzt oft genug in den Arsch getreten wurde vom lieben Ernst. Und einfach, ich habe mitbekommen, wie meine Eltern darin aufgehen und einfach, was das mit einem macht und wie viele Leute man Vertrauen bekommt quasi durch diesen Podcast. Und das ist einfach, es ist nochmal eine komplette andere Welt als jetzt zum Beispiel YouTube, Instagram, Social Media generell. Und auch einfach diese Möglichkeit, ich bin jetzt die Jüngste, die ich kenne, die dann diesen Podcast hat. Und das, da bin ich auch sehr stolz darauf, weil ich weiß, das hat kein anderer. Und diese Chance, ganz früh reinzustarten, die erkenne ich jetzt, auch wenn ich sie vorher nicht erkannt habe. Am Anfang dachte ich mir, nee, das mache ich nicht. Da habe ich mich gedrückt. Aber jetzt bin ich voll drin und wenn ich das einmal angefangen habe, dann ziehe ich es jetzt auch voll durch. Deswegen auch vielen Dank, lieber Ernst, dass du an mich geglaubt hast. Ja. Gesagt hast, ja, der dreht dich jetzt nochmal in den Arsch, dass es rafft. Und dann wirklich zu 100% loslegt und das Ding fertig macht. Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt, liebe Enne, weil ich finde das einfach ganz, ganz wichtig. Du hast der Welt so viel mitzuteilen. Du bist so hammer, hammer cool aufgestellt. Ich hätte es natürlich hingehen können und sagen, naja gut, wer nicht will, hat gehabt. Aber das ist natürlich auch die Aufgabe von einem Coach, nicht einfach klein beizugeben, sondern auch ein bisschen dagegen zu halten. Und vor zwei Tagen wolltest du ja noch gar nichts davon wissen. Und was war denn jetzt letzten Endes der Moment, Enne, wo du gesagt hast, komm, ich mach's jetzt? Letztendlich war es einfach dieser letzte Arschtritt und auch dieses Gefühl. Der Ernst hat dann so 5 Minuten auf mich eingeredet und da konnte ich auch nicht fliehen oder so, sondern musste da durch und auch einfach, ich wollte dann so diesen Stolz haben, ja, ich habe es jetzt gemacht, ich habe es durchgezogen, es hebt mich von anderen ab und ich weiß, dass ich sehr viel zu erzählen habe. Das war dann schlussendlich der Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt, auch wenn ich weiß, dass es Zeit in Anspruch nimmt, aber jetzt ist es einfach ein sehr geiles Gefühl, jetzt es am Start zu haben, weil meine Eltern haben es auch gemacht. Jetzt sind wir schon 3 in der Familie, jetzt fehlt nur noch einer und zusammen macht es dann nochmal mehr Spaß. Wow, das ist sehr, sehr schön gesagt. Für dich jetzt hier als Zuhörer, Zuschauer, was ist dein Learning daraus? Treffe einfach eine Entscheidung, geh auch mal raus aus deiner Komfortzone. Und er hat dir gesagt, nee, das ist nichts für mich und so, nee, im Moment habe ich andere Prioritäten, nee, ich habe keine Zeit und so. Und wie viel haben wir jetzt abgedreht, die letzten paar Minuten? Wir sind jetzt beim 5. oder beim 6. schon. Und wie ist das? Es läuft. Also am Anfang dachte ich, oh, 10 Minuten am Stück reden, schwierig. Aber es gibt hier so viele Themen. Wir sind gerade in St. Moritz und auch einfach diese Energie aus dem Gefühl raussprechen. Es verändert einfach alles. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, ich bin voll drin. Auch wenn ich vorher dachte, oh Gott, das schaffe ich nicht. Aber jetzt habe ich es probiert und jetzt läuft es auch. Deswegen, ich bin sehr froh. Jetzt habe ich schon meinen 5. Und die Zeit vergeht wie im Flug. Das waren ja jetzt quasi 50 Minuten. Und so kann man auch mal die Autofahrt sehr gut nutzen. Was machen, was auch Sinn macht und auch die anderen Leute dran teilnehmen zu haben und nicht einfach nur irgendwie sitzen. Zum Beispiel, ich hätte jetzt auch Netflix schauen können, aber das wird ja nicht mein Leben verändern und mich weiterbilden, weil ich muss stetig wachsen und das dann an andere mitzuteilen, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied. Wow, das hast du sehr, sehr schön gesagt. Wenn du mal kurz die Kamera drehst, wir sind hier in so einem typischen einheimischen Dorf. Das ist jetzt Schkampf. Richtig so ursprünglich noch. Einfach wunderschön mit diesen alten Engadinerhäusern. Ja, und das, was die liebe Enne so schön gesagt hat, einfach machen. Was du brauchst, ist jemand an deiner Seite, der an dich glaubt, der dich fordert und fördert, liebevoll, ja. Enne hat am ersten Abend gesagt, nee, ich mach das nicht, dann habe ich sie einfach losgelassen und dann bin ich nochmal reingegangen und dann nochmal. Das heißt auch ganz wichtig, never, never, never give up. Das ist das Schlimmste, was du machen kannst. Einfach sofort aufhören und das ist einfach sehr, 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 sehr schade. Also nutze auch du die Chance, nimm dir auch die liebe Enne als Vorbild, abonniere dir ihren Podcast, unten hast du die Shownote.
macht auch VIP-Coaching, auch in jungen Jahren, wo normalerweise jemand sagt, um Gottes Willen. Eine hat so eine steile Entwicklung mitgemacht. Sie ist jetzt seit einem Jahr bei mir im Programm. Sie ist auch bei der One Million Mastermind dabei. Was macht das mit dir, Eine? Einfach eine komplette Lebensveränderung. Also die letzten 17 Jahre meines Lebens habe ich so vor mich hingelebt. Da habe ich auch schöne Erfahrungen gehabt, aber jetzt wirklich dieses Jahr war so besonders. Ich habe so Sprünge gemacht und Sachen gelernt, die ich niemals in der Schule lernen würde. Und auch diese Reisen, das hat einfach, das war so schön. Zum Beispiel Jetski in Dubai, das habe ich mir schon immer erträumt und dann war es da und ich habe mich gefreut, wie ein kleines Kind mit meiner Familie das erleben zu dürfen, die Chance zu haben und einfach diese Entwicklung und dieses Mindset. Ich gehe ganz anders auf Menschen zu, ich habe ein ganz anderes Verständnis für die Menschen und das ist einfach so schön, das Leben wirklich auszunutzen und als das zu sehen, was es ist, denn es ist mein Leben und meine Entscheidungen und in sich selbst zu investieren ist das Wichtigste, weil man hat nur ein Leben und das Wichtigste in deinem Leben bist du und deswegen kann man da ruhig mal alle Chancen nutzen. Wow, ist das nicht wunderschön? Was für ein Mindset mit 18 Jahren. Wie cool ist Anne unterwegs? Ich feiere es einfach. Diese Entwicklung, was einfach passiert, wenn man es macht. Anne war jetzt in Oslo mit dem Schiff, dann war sie auf dem Luxusschiff auf dem Rhein. Dann waren wir in Dubai, wir waren in Lappland, wir waren in Lugano, jetzt waren wir in Tallinn. Jetzt gehen wir nach Sizilien, also lauter wunderschöne Destinationen und dabei natürlich auch ein absolut intensives Learning. Was machen diese Learnings bei der Mastermind mit dir? Diese Learnings sind vor allem so anders, weil es direkt verbunden wird mit einem Ort, weil es direkt draußen ist und so und auch es ist den ganzen Tag wirklich Input. Natürlich ist auch Entspannung dabei, man kann auch den Ort genießen. Aber diese Learnings sind ganz anders in der Schule, denn sie sind weltverändern. Und Mindset ist, wie gesagt, das Allerwichtigste. Und in der Schule sagt dir keiner, wie du denken sollst oder wie du Energie trennst. Diese ganzen wichtigen Sachen in der Schule lernst du Gedichtanalyse. Aber viele sagen natürlich, ja, das bringt dir nie wieder. Was von braucht man denn nochmal eine Gedichtsanalyse? Aber wirklich diese Kopfübungen, die bleiben in meinem Kopf. So Vokabeln vergesse ich direkt wieder, Formeln aus Mathe. Aber diese Learnings, die haben einen ganz anderen Wert in meinem Kopf und die bleiben auch und natürlich auch durch das Schreiben und jedes Mal wieder Lesen. Genauso wie diese, wir haben mal ein Audio aufgenommen, diese Wertschätzungsaudio, das geht einfach direkt in den Kopf und auch ans Herz. Denn es ist immer wieder sehr emotional auf den Trips. Also ich glaube, bis jetzt hat immer jemand geweint und ist immer wieder aus sich rausgekommen und ist einfach wunderschön zu sehen, weil das ist eine ganz andere Entwicklung, das gibt es in der Schule gar nicht. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt, liebe Anne. Du bist noch in der Schule, wenn ich so zurückdenke an meine Schule. Mein Gott, 98% der Dinge, die wir gelernt haben, da habe ich alle vergessen, alle sowas von unnötig. Das einzig Wichtige war jetzt für mich, rechnen zu können, schreiben, das waren so mit die wichtigsten Dinge, aber alles andere waren teilweise so weltfremde Nummern, die ich nie mehr gebraucht habe, ja. Und wenn ich so teilweise heute sehe, was ihr alles noch lernen müsst in der Schule, da kann ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh mein Gott, ey, was wird da mit den Kindern gemacht? Kinder sollten eigentlich frei erzogen werden, Kindern sollte man die Welt zeigen und das richtige Mindset businessmäßig einzusteigen und das ist einfach das, was wir auch auf der One Media Mastermind machen. Wie baust du dir ein hammergeiles Business auf? Wie schaffst du es richtig, richtig, richtig erfolgreich zu sein? Und das lernst du ja nicht in der Schule, ja? Da heißt es ja sehr oft, ja, du brauchst gute Noten. Kennst du den Spruch? Ja, du brauchst gute Noten, wunderbar. Wenn du gute Noten hast, dann hast du es gepackt, ja. Dann gehst du studieren oder suchst dir eine Lehrstelle, dann haltest du 40 Jahre aus und dann war es das. Nein, so ist es schon lange, lange nicht mehr. Also die Welt hat sich dermaßen gedreht. Also hier heißt wirklich, wirklich Lebensschule. Also holt euch den Podcast von der lieben Anne an. Ich kann euch eine sagen, das macht ganz, ganz viel mit euch. Alles Liebe, Anne. Tschüss. Genau, Anne und Ernst. Tschüss.